Willkommen zu dieser Serie zum Thema Westside Babel. Ich möchte euch, nachdem ihr das gewünscht habt, das Westside Babel System ein bisschen näher erklären und zeigen, wie es wirklich funktioniert. Erstmal ein paar Dinge zu Westside. Westside wurde gegründet von Louis Simmons, einem ehemaligen Gewichtheber, der dann ins Powerlifting ziemlich früh gewechselt ist, um Powerlifter zu trainieren. Es war aber dann auch ein erfolgreiches System in dem Training anderer Sportarten, unter anderem MMA, NFL, Track and Field, also Leichtathletik. Louis Simmons hat unter anderem 2 Goldmedaillisten trainiert und Rugby. Ich selbst war zum Praktikum dort und habe davor meine Diplomarbeit darüber geschrieben, also über Kraft-Dreikampf und Shaco und Louis Simmons oder Westside Babel, und habe somit auch alle Quellen gelesen, auf die sich Louis Simmons immer bezieht. Zum System. Was dieses System auszeichnet, ist der Fokus auf dem Training der Kraft, nicht als spezifische Fähigkeit, eine Last zu bewegen, sondern vielmehr als die Fähigkeit, Kraft zu produzieren. Das hat Louis erkannt, als er Zadiorskis Praxis und Wissenschaft des Krafttrainings gelesen hat. Hier findet man 3 Methoden beschrieben, um die Kraft zu steigern. Erstens, die Methode der maximalen Krafteinsätze, aka Max Effort Method. Bei dieser Methode finden Lasten im Bereich von 90% plus des 1 RMs, also des Maximums, ihren Einsatz und werden dabei mit maximalem Intent bewegt. Die Anpassung an dieses Training ist eine verbesserte neuromuskuläre Kapazität, also eine Verbesserung der Ansteuerung der Muskulatur durch das Nervensystem. Man lernt, alles aus der vorhandenen Muskelmasse herauszuholen. Die zweite Methode ist die Methode der dynamischen Krafteinsätze. Hier geht es primär darum, submaximale Lasten maximal zu beschleunigen. Denn wenn wir versuchen, eine submaximale Last zu beschleunigen, benötigen wir eine höhere Kraft zu Beginn der Kontraktion, um die Trägheit der Last zu überwinden und eine hohe Beschleunigung tatsächlich zu erreichen. Hier sieht man den Unterschied zwischen bewegter Last und benötigter Kraft. Da wir also einen maximalen Krafteinsatz zu Beginn der Bewegung anstreben, verbessern wir auch hier wieder die neuromuskuläre Ansteuerung der Muskulatur und somit die Kraft, die wir aus der vorhandenen Muskulatur herausholen oder damit erzeugen können. Die dritte Methode ist die Methode der wiederholten Krafteinsätze, aka Repetition Method. Hier sind wir beim Teil des Krafttrainings, der allen bekannt ist. Wir hypertrophieren und bauen Kraft auf, indem wir die strukturelle Grundlage dafür legen. Hier gibt es die maximale Methode der wiederholten Krafteinsätze und die submaximale Methode. Beide unterscheiden sich nur dadurch, ob man bis zum Versagen der Muskulatur geht oder ein paar Wiederholungen im Tank lässt. Louis hat nun erst versucht, 2-mal pro Woche für den Unterkörper und 2-mal pro Woche für den Oberkörper Max Effort Sessions zu nutzen. 2-mal, da man zwischen maximalen Einheiten 48 bis 72 Stunden Regeneration benötigt, auch bei Zadiorski zu finden. Das hat nicht gut funktioniert. Also wurde je eine Max Effort Session in eine Dynamic Effort Session gewandelt und schon hat alles angefangen zu funktionieren. Der klassische Aufbau der Sessions ist also Montag Max Effort Lower Body, Mittwoch Max Effort Upper Body, Freitag Dynamic Effort Lower Body, Sonntag Dynamic Effort Upper Body. Natürlich wird innerhalb der Session nicht alles als Max Effort oder Dynamic Effort gemacht und so ergibt sich ein klassischer Aufbau der Sessions. Wir beginnen mit einem Warm-up. Dann folgt in der Max-Effort-Einheit der Max-Effort-Lift. Hier wird auf ein 1-3er-Maximum hochgearbeitet und man sollte keine Fehlversuche produzieren, also nicht overshooten. Supplemental-Lift. Hier wird meist im Bereich von 3-6 Wiederholungen gearbeitet. Dann kommen die Assistance. Mehrere Übungen, die in Circuits oder Supersätzen mit der Repetition-Method trainiert werden. Der Fokus hier ist auf den individuellen Schwachpunkten. An Dynamic-Effort-Tagen wird statt der Max-Effort-Übung die Dynamic-Effort-Übung ausgeführt. Die Woche wird dann durch weitere kleine Sessions gefüllt, sogenannte Extra-Workouts, die 30 bis 45 Minuten lang sind und meist aus Assistance-Übungen bestehen oder sogenannten GPP-Übungen. Hier ist das Pace sehr hoch und es wird nahezu durchgehend gearbeitet. Zum Pace generell noch ein paar Worte. Bei Max-Effort oder Dynamic-Effort wird meist in Gruppen von 3 bis 5 Liftern trainiert und im Prinzip, sobald einer seinen Satz beendet hat, wird die Hantel für den nächsten umgesteckt. Es sind also wirklich kurze Pausen. Bei Dynamic-Effort teilweise sogar 2 Lifter im Wechsel. Dadurch ist der erste Teil in maximal 30 Minuten, aber eher in 20 Minuten abgearbeitet und es geht sofort zur Supplemental-Übung, bei der auch zügig gearbeitet wird. Im Assistance-Bereich gibt es nahezu keine Pausen, außer man muss warten, bis der Lifter vor einem fertig ist. So dauert die Session 75 bis 90 Minuten maximal. Meine erste Max-Effort-Bench-Session bei Westside war zum Beispiel Floor-Press mit 4-fachem Monster-Mini bis auf ein 1er Maximum, dann Close-Grip-Bench 3x5, hocharbeiten bis auf 3 schwere Sätze, REA 2 bis 1, und dann ein Circuit bestehend aus Barbell-Push-Ups mit den Füßen erhöht,
Pressdowns am Kabelzug, also Trizeps, Chest-Supported Row, Dumbbell Laterals und das Ganze 5 Runden und die Wiederholungen lagen zwischen 10 bis 15 Wiederholungen bei RIR 1 bis 2. Hier werden auch zwei Punkte ersichtlich, die meist überlesen werden oder nicht so viel Beachtung finden. Erstens, die Max Effort oder Dynamic Effort Übung nimmt vom gesamten Volumen, zeitlich und von den Wiederholungen her betrachtet, weniger Raum ein als Supplemental oder Assistance. Zweitens, das Pace ist wirklich hoch. Es wird durchgehend gearbeitet, entweder spotten und Scheiben stecken oder einen Satz machen. Dadurch ist der Fokus innerhalb der Gruppe auch sehr hoch und somit die Intensität des Trainings subjektiv. Natürlich interessiert es jetzt jeden, wie genau die Max Effort Waves aussehen oder die Dynamic Effort Waves oder die Tage überhaupt. Doch bevor ich in den einzelnen Videos genauer darauf eingehe, möchte ich an dieser Stelle noch einmal das Grundverständnis für das System erläutern, denn das wird umso wichtiger, je tiefer wir ins Detail gehen. GPP, unter General Physical Preparedness, versteht Louis Simmons primär eine Art Grundfitness. Während der Terminus eigentlich in Relation zu jedem Sport spezifisch wäre, die SPP oder Specific Physical Preparedness zu sehen ist, liegt hier besonderer Fokus auf einer hohen Arbeitskapazität. Letzteres bedeutet, dass man fit genug ist, um mit den richtigen Energiesystemen zu arbeiten und genug hochqualitative Arbeit in der entsprechenden Zeit zu verrichten. Das bedeutet zum Beispiel, dass man fit genug ist, um sich am Dynamic Effort Tag in ca. 45 bis 60 Sekunden bis zum nächsten Satz zu erholen oder am Max Effort Tag schnell genug warm wird, um die entsprechend großen Sprünge auf die Maximalversuche zu machen. Diese GPP ermöglicht es dann, innerhalb von nur 60 bis 90 Minuten ein beträchtliches Volumen an Training zu schaffen und das auch mit hoher Intensität und Qualität. Das Training für die GPP fängt schon beim Warm-up an, da dies meist aus Schlittenziehen und verschiedenen Assistance-Übungen besteht. Chuck Vogelpohl, eine absolute Westside-Legende, hat an den Lower-Body-Tagen oft erst 30 bis 40 Minuten lang Rücken trainiert mit Latzug, Hyper-Extension, Schlittenziehen, bevor die eigentliche Einheit begonnen hat. Auch Sprünge werden hier sogar für Powerlifter eingesetzt, um die Explosivität und damit die Rekrutierung der Muskulatur zu verbessern. Für Powerlifter stellen sie schließlich ein generelles Mittel dar. Assistance. Westside besticht durch einen hohen Fokus auf Assistance-Übungen und zwar aus zwei Gründen. Erstens, es wird immer versucht, keine Schwachstellen zu entwickeln, da diese die Leistung hemmen und das Verletzungsrisiko bergen. Zweitens, hier wird das Volumen für die Anpassung der Muskulatur und des passiven Bewegungsapparats erreicht. Das Training fokussiert dabei bestimmte Muskelgruppen und findet in der Rep-Range zwischen 6 und 20 Wiederholungen statt. Oft findet man hier auch Sätze, die einfach auf Zeit gemacht werden, also zum Beispiel ein 30 oder 90 Sekunden langer Satz. In diesen Assistance-Übungen wird über die Zeit hinweg auch versucht, die Leistung zu pushen, allerdings meist die Leistung der Gesamtwiederholungen mit einem Gewicht und nicht die Maximallast direkt. Supplemental- oder Heavy-Assistance-Übungen. Hier finden wir das klassische Krafttraining, das man gewohnt ist mit vielen Dreiern, Vierern und Fünfern. Max Effort ist nicht der wichtigste Tag. Entgegen dem, was viele meinen, ist der Dynamic Effort Tag besonders am Unterkörper der entscheidende Tag des Programms. Auch wenn die Hantel hier schnell bewegt wird, ist das Volumen höher und die Last nicht wirklich niedrig, sondern eher im Bereich von 75-85% des 1er Maximums. Aber es wird eben Accommodating Resistance genutzt. Maschinen und spezielle Übungen. Das System nutzt einige Maschinen wie die Reverse Hyper, die Belt Squat Maschine, Kabelzüge, Good Morning Maschinen, stehende Brustpresse, you name it. Die Idee dahinter ist, die Belastung gezielt auf die Muskelgruppen zu bekommen, die man trainieren will und dabei wenig Belastung zu generieren, da das weitere Training ja schon relativ schwer ist. Zusammenfassend bleibt zu sagen, Westside ist weit mehr als Max Effort und Dynamic Effort. Es ist im Kern ein System, das den Fokus darauf legt, Kraft als generelle Fähigkeit in all ihren Facetten zu entwickeln. Oder wie Louis gesagt hat, if you put $100 under a rock in the parking lot, I pretty damn sure will turn any of the rocks to find it. Das System hat sich über die Jahre hinweg immer gewandelt und weiterentwickelt und ich werde in dieser Serie auch die Entwicklungen erklären, die sich besonders auf die Waves beziehen und immer wieder für Verwirrung sorgen. In den nächsten beiden Videos geht es erstmal um Max Effort und Dynamic Effort, bevor wir noch genauer auf Assistance und die Schlüssel für dieses System eingehen. Und ja, abschließend werde ich euch noch erklären, wie man das System für unterschiedliche Populationen wie Athleten, Everyday Athletes oder auch CrossFit anwenden kann. In diesem Sinne, make sure to like, subscribe, erzähl jedem von diesem Kanal und bis zum nächsten Mal. Nicht vergessen, if you walk with the lame, you'll develop a limp. Louis Simmons.